hier machen wir ein neues Kinderbettchen hin. Würde ich auch sagen. Hier so. So. Ja, das passt doch. Dann machen wir hier ein Bettchen. Machen wir so ein Doppelbettchen. Auf kuscheliger Basis. Ja, so zusammen, ne? Dass sie halt kuscheln. Nein. So. Nee, der passt da nicht rein. So eine kleine Kommode vielleicht. Das passt. Naja, das ist das Hübscheste, aber können wir jetzt hier auch noch eine Tür reinmachen? Hey. Ne. Wieder so ein Babybett, wenn man ein Baby hat. Hier sind so zwei Betten nebeneinander, wenn man, ne? Dann noch ein bisschen hier was zum Laden. So ein paar Kommoden. Egal, wir rasieren jetzt erstmal weiter. Weil das hier ist Verwertung. Aha, ESC kann man drücken oder auch E, wa? So wie mir scheint. Ja, und alles erstmal weg. Bin ich ehrlich, alles weg. Komplett wegreißen und dann kann man immer noch alles komplett neu machen. Aber er guckt sich das Haus schon. Nein, 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 nein. Der muss bleiben. Das ist ein Baum, der ist doch noch nicht abgeknickt. Der wächst doch noch, ja. Vielleicht ein toter Baum, aber jetzt ist es ein Baum. Ja, das Zaun ist unvollständig. Ich will einen vernünftigen, hübschen, vollwertigen Zaun haben. Ja, aber was haben wir denn jetzt gemacht? Ne? Wir haben jetzt da schon mal das Ding angebracht. Ja, dann gucken wir uns mal den Zaun an. Vader? Was ist das denn? Ein Käfig oder was? Für Vader? Das Bein, ne? Kochherd, Kochstation. Labor, Power-Rüstungsstation. Bringt mir alles nichts. Ah, nee, 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 nee. Lass mal erstmal.
Okay, das sind andere Sachen. Vor den Zaun, Zaun, genau. Hier gibt es keinen Zaun. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Sieht schon ziemlich scheiße aus. Also das sind ja Zäune, Digga, das Junge. Das hier ist ein Tor. Das Tor würde ich dann direkt hier hinsetzen lassen. Perfekt. Ja, kann ja direkt den anderen nehmen. Ah, ich wollte gerade sagen, kann man da nicht? Doch. Dann kommt da ein Pfosten dran. Okay, dann müssen wir noch eine Fallweitlängerung machen, genau. Ah, warte, wir können ja schon hier den hier machen. Nee. Das geht nicht. Dann machen wir das halt andersrum. Fupp. Ich hätte es gerade. Ja. Dankeschön. Meine Fresse. Ach, das ist ein Tor, ne? Ja. So. Ich weiß nicht, warum es gerade so ein bisschen in der Luft umschweben ist. Finde ich tatsächlich selbst ein bisschen behindert. Oh, ist ja kleiner wie vorher. Ups.
Hoppala. Da war ja noch ein bisschen länger. Noch ein Doppelter, wa? Sieht nicht so aus. Ja, super. Schön voll vorbei. So, dann können wir den hier wieder verwerten. Hartes Leben, Bruder, hartes Leben. Das ist falsch. Ich weiß nicht, warum man so in der fucking Luft denkt. Meine Fresse, ey. Kann es denn sein? Das ist ein bisschen richtig Abfuck gerade. Dass der so krass am Lenken, ne? Also nicht Lenken. Sondern gefühlt ist das verbuggt. Siehst du ja, ich kann ihn jetzt 10.000 Mal hin und her ziehen. Nur um diesen blöden Zaun zu setzen, brauche ich 5 Jahre. Gefühlt. Das ist echt scheiße. Und das Ding schwebt dann auch in der Luft. Der soll aber gerade aussetzen. So, bitte. Und guck mal, wie hoch das ist. Der hebt ja ab. Heb ab. Habe ich das jetzt alles so hoch gebaut? Ich glaube, da geht einfach die Erde weg. Falsch, falsch. Passt. Bruder. Oha, das ist ja völlig im Arsch.
können wir hier noch. Ah, nee. Ist noch zu weit weg. Nee, das passt ja alles nicht. Weißt du, was ich meine? Das ist nämlich, das passt nicht. Warte mal, wenn ich jetzt den drehe. Und den drehe. Kann ich das dann? Ach, das ist schon mal ein Anfang. Nein. Halt. Meine Fresse! Das fuckt einen richtig ab, ey. Weißt du was? Ich hab jetzt noch eine andere Idee.
falscher Pfosten. Da war mal ein richtig falscher 50er, du. Mit die Struktur nehmen. So. Da kommt keiner mehr durch. Da unten drunter, was soll ich denn machen? Freunde, ich kann nicht zaubern. Und wenn diese Penner Scheiß. Ey, das war schon eine harte Arbeit, habt ihr ja gesehen. Also, wir haben es jetzt geschafft, den ersten Garten herzurichten. Zaun fliegt zwar in der Luft. Hier ist er vernünftig, wäre ich mal hier lang gegangen. Wahrscheinlich. Keine Ahnung, warum das jetzt so schief ist. Oh. Hoppala. Aber man kann hier auf und zu machen, die Türen. Sieht total behindert aus, ne? Keine Ahnung, warum das so ist. Das geht mir jetzt schon auf den Sack. Ich sag's dir, das geht mir echt schon richtig auf den Sack. Scheint wirklich was zu werden. So, ich glaube, bei Essen macht man das. Weil Essen gibt es wohl nur für eine Person. Flaschenkürbis habe ich nicht. Melone habe ich. Was haben wir noch? Tattoos, oh, die finde ich toll. Tattoos machen wir mal hier. Die Pflanzen finde ich super. Keine Ahnung, das sieht aus wie so ein Baum mäßig. Sieht aus wie so eine Tomate oder so. Die werden wir hier mal komplett reinballern mit Pflanzen. So. Was haben wir noch? Nein. Sonst haben wir nichts. Essenssessions haben wir sonst nichts. Aber hier haben wir mal das Ding reingesetzt. Ich find's cool. Und hier haben wir noch ein bisschen was dazu gemacht. Ich höre auf zu jammern, wenn es nichts mehr zu jammern gibt. Hat deine Fresse. Es tut mir leid. Ohne Spaß, sei doch mal froh, dass du das hast, was du hast. Es ist noch wenig zu essen. Für 5 Leute ist es zu wenig. Ja, klar. Sehe ich ein, gebe ich recht, alles korrekt. Aber wir haben jetzt schon mal für 3 Leute was zu essen. Ja, 3 werden safe überleben. Und der Rest, der wird dann halt sterben. Tja, was soll man machen? So, hier haben wir jetzt, reißen wir jetzt die nächste Fläche ab.
Ding steht noch, das Ding steht noch. Das aber eher weniger. Ich würde gerne so einen schönen Lattenzaun bauen. Aber der schwebt ja selbst hier. Sag mal so, wie es ist. Ja, ich weiß nicht, warum dieser Zaun da so halt. Ist auch noch ein bisschen buggy. Obwohl das Ding schon 17 Jahre alt ist, das Spiel. So, jetzt haben wir hier die nächste Fläche freigemacht. Dann laufen wir mal hier außen rum. Das ist nämlich gar nicht so geil. Okay, können wir gar nichts machen. Mutterbeere? Was ist das denn? Habe ich die gerade vernichtet? Yep. Habe ich. Gut, den Superbaum können wir nicht fällen. Finde ich auch richtig so. Ja, gehen wir mal rein. Ich bin ja kein Hexenmeister.